So, Hallihallöchen, wir sind wieder auf Labs und schauen uns an, was man hier so machen kann. Ich war auch zum Beispiel noch nie hier unten gucken, weil ich finde hier oben ein paar Sachen, die ich interessant finde. Hier ist ein Waffenteil oder so? Ne, hier ist auch bloß. Ich habe hier glaube ich noch nie irgendwas Zertifiziertes gefunden. Deswegen. Oh, hier gleich dran. Ich will einfach nur gucken, ob es hier irgendwas gibt, was man mitnehmen kann. Das hier PvP gerade gar nicht so. Ich will einfach wissen, ob ich hier irgendwas klauen kann. War es das hier schon? Mehr gibt es hier nicht. Das Parkhaus-Ding. Was ist schon offen? Meine Fresse. Davon ist Black. Nein, auch nicht. Okay, der hittet auch jeden Shot. Nein. Ach. Krass kann man übel sein. Also den würde ich anzweifeln, der dort von ganz hinten übelst gehittet hat. Den hier, nee, der ist jetzt aufgetaucht und hat mich geholt. Der nie, aber das andere hier. Ach doch, na, nee, es war A56, der hat geschossen und der hat ja 1000 Hits gelandet, bloß nie richtig. Naja, gehen wir einfach nochmal und gucken, was wir anstellen können. Ja, gehen wir nochmal mit einer Shotgun rein. Bin ich auch nicht abgeneigt von, aber wir haben hier, das heißt, wir können rechts hoch, da kann aber jemand gespawnt sein, wir können unten reinlaufen. Erstmal zerren wir uns hier. So. Gym. PCB brauche ich nicht. Über mir irgendwo.
Das ist das, was ich meine, wo ich noch gucken wollte. Das wusste ich aber nicht, dass das hier ist. Ich finde mich hier unten halt noch null zurecht. Ach, weil das die andere Seite ist. Jetzt connectet es langsam in meiner Rübe. Ob man hier wirklich überhaupt was finden kann. Rampen. Feine Lex kriegst du hier. Nicht. Auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob hier was spawnen konnte. Das hat mir immer niemand beantworten können. Geil, wir machen jetzt hier ganz spannend so Ding. Muss man immer so laut hier sein? Kann man ja auch mal ein bisschen leiser hier heute töten? Das wäre aber auch zu OP. Ja, dann kommt, du kannst einen kleinen Kopf schießen. Ich glaube, lauter kann man fast nie sein. Uns Kind juckt. Gott sei Dank liegt da was oben drauf. Zack. Also falls meiner Iskras sucht, hab hier eventuell ein paar gefunden. Ui, der kam aber um die Ecke gesprintet. Der hat's eventuell gehört, bin ich mir aber unsicher. Okay, der hat mich einfach komplett weggeruckt. Aber selbst so nimmt man halt immer ein bisschen was von Labs mit. Naja, wir gucken kleiner mal. Ja, ich dachte mir, jetzt gehen wir mal auf Customs, wenn wir eh schon nur Scheiße machen den ganzen Tag gefühlt. Nö, auf Customs jetzt einfach mal kurz Bock. Vielleicht finden wir ja Rashala mal endlich. Das
Das wäre zumindest ziemlich gut. Lass mal gucken, dass hier uns keiner entgegenkommt. Dass auch die Blätter uns nicht da sind und uns niederstrecken. Gehen wir Tankstelle gucken, ansonsten gehen wir schon drums. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt im Nahkampf so annehmen können. Aua. Das kann ich auch. Wasser. Der wird schon irgendwo auftauchen. Der räumt erstmal entspannt auf. Der denkt, ich bin weg. Mein Kleiner, ha? Die Granate hat mich besser getroffen, als ich dachte. Also das war ganz schön gut von ihm. Der watschelt da drin immer noch rum. Es ist, also die Position hier ist halt so fies, weil da guckt keiner, da hinten ist was gelaufen. Wieder. Oh, einfach mit der M4 hat er mich weggeholt.
Level 1. Nicht dabei, um meinen Bauch zu heilen. Mit dir. Ich soll einfach Tür aufmachen, ist nicht? Achso, ich hab's übrigens wieder gefixt, die Maus, keine Ahnung wie. Das heißt, wir rennen ohne Magen rum erstmal die ganze Zeit. Müssen mal gucken, wie wir es fixen. Erstmal kurz aufrunden. Das traubt halt ohne Ende, ne? Müssen wir was zu essen finden. Kommt dran ja an die Butze. Hierzu.
Oh! Ich habe auch noch nachgezogen, aber es hat nicht geholfen. Ach man, Level 66 und Level irgendwas anderes. Manometer, wie konnt, Junge. Hier, 66, der wird genauso gewesen sein. Können wir gucken hier. Ne, den einen, den anderen und hier sein Kumpel. Junge, wir haben eigentlich gut reingerockt, aber jetzt war es auch mal zu Ende. Ich denke, hätten wir das nicht vergessen, hätten wir den jetzt geschafft. Juti. So, ich dachte nochmal eine kleine Reserve-Runde. Mal was können. Ich wollte schon immer mal auf das Dach da drauf. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu probieren? Sieht erstmal nicht so aus, ob es hier irgendwas Sinnvolles gibt. Geil, ne Tatz. Wollt auch einfach mal ruhig bleiben, Jungs. Wilde rumgeschießt, das mag doch keiner. Hallo, muss das sein? Ist hier drinnen der Wumse. Gut, danke. Ich dachte, da ist wenigstens irgendwie zwei Schuss drin oder so, dass wir wenigstens hier vorne hätten was machen können. Falls ich im Nahkampf muss. Ich hab ihn gerade getroffen und der ist nicht tot umgefallen. Ist schon ein bisschen frech. Und das und das. Ja, der ist nehmen wir noch. Der Klacker.
3 Grads gekillt und jetzt ist es bestimmt schon wieder vorbei. Weil irgendein anderer den jetzt abkämmt. Da stehen 2 Guards noch um die Ecke und die machen auch 10 Minuten keine Geräusche. Toll, haben wir wieder Klacker umgebracht. Vor allem mit einer Mosin so ganz entspannt und dann sowas. Gut, dann war's das für die Folge heute. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht die 250 voll und bis dahin. Ciao, ciao.